Und das ist unser nächstes Spiel. Nicht gut. So, dann gehen wir rüber. Minigolf. Das nächste Spiel. Das hast du aber schon mal gemacht. Hovercraft wahrscheinlich nicht, ne? Das noch nie, nee. Minigolf schon. Aber das war doch lustig, oder? Ja, lustig war's. Das ist das Problem. Man denkt ja nicht, dass man eigentlich die ganze Zeit Vollgas geben muss, damit man sich auch bewegen kann. Genau. Wenn du beim Jetski kein Gas mehr gibst, kannst du nicht mehr lenken. So einfach ist das. So, und hier ist unsere Minigolf-Anlage. Da geht es jetzt drauf. Und auch da gibt es natürlich selbstverständlich einen Experten, den wir zu uns bitten. Und das ist Walter Raffler, Oberschiedsrichter des Deutschen Minigolfverbandes. Sensationell. Hallo Walter. Hallo Matthias. Schönen guten Abend. Stefan, so, Stefan, Alexandra. Was haben wir mit euch vor? Wir spielen vier Bahnen. Das ist schon mal Bahn 1. Ja? Vier Bahnen. Nicht, niemals mit den Füßen auf die Bahn. Oder Walter, das ist doch die wichtigste Regel beim Minigolf. Nicht mit den Füßen auf die Bahn. Ja? Niemals mit den Füßen auf die Bahn. Wenn Stefan jetzt schon wieder sowas fragt, das ist erlaubt. Das ne? ist erlaubt. Also ist Umrandung erlaubt. Darf man. Auf die Umrandung, ja. Aber okay. Alles andere nicht. Wenn man das macht, so auch? Ist die Bahn verloren. Ne? So sind wir ganz hart. Zum Abschlag darf der Ball irgendwo hier in die Abschlagzone positioniert werden. Ja. Irgendwo rein ins Rechteck. Wer für alle vier Bahnen zusammen weniger Schläge gebraucht hat, der gewinnt das Spiel. Insgesamt, okay. Insgesamt. Wird das Hindernis nicht regelgerecht überwunden, dann erfolgt ein neuer Abschlag. Das ist hier jetzt noch nicht so ganz dramatisch, aber da hinten zum Beispiel, wenn wir die Wippe haben und man schießt drüber, ja, dann muss man wieder vorne anfangen. Ja, wenn man über die Wippe drüber schießt und gar nicht die Wippe benutzt. Aber wenn jetzt der hier in der Mitte liegen bleibt, was dann? Muss er zurück? Dann muss er auch zurück. Muss diese Linie, das dachte ich natürlich nicht, dass du das eventuell auch. Ja, schaffen wird schwer werden, den Ball zu platzieren genau. in der Mitte. So. So, dann gezählt werden die absoluten Schläge. Es gibt keinen Strafschlag. Allerdings, wer 6 Schläge benötigt, da schreiben wir eine 7 auf. Dann ist die Bahn vorbei. Bei Unentschieden wird auf der letzten Bahn ein Sudden Death gespielt. Und wir losen auf, wer anfängt. Das heißt, danach immer abwechselnd. Jetzt wird erstmal nur ausgelost, wer bei der ersten Bahn anfängt und danach abwechselnd. Alexandra, rot? Ich bleib bei rot. Du bleibst bei rot, das habe ich mir fast gedacht. Es ist aber blau. Stefan, also Bahn 1 und 3. Und Alexandra, das heißt, ich fang Bahn an? 2 ja. und Oder 4. Oder ich kann wählen, was ich mache. Nein, du fängst jetzt an. Okay. Bei Bahn 1 fängst du an, bei Bahn 2 Alexandra okay. und immer abwechselnd. Okay. Los, Stefan, es geht los. Minigolf, Spiel 6. Gutschlag. Gut, Schlag, sehr gut. Genau. Das Programm zum Hovercraft-Fahren hier ist es ruhig. Und da vorher so ein bisschen Test üben daneben, nur oder? Den Ball nicht berühren. Nur den Ball nicht berühren, ne? Das sind alles Bahnen, die man als Hobby-Minigolfer, ohne hier als Schweinchen schlau rüberkommen zu wollen, mit 2 Schlägen bewältigen kann. Er muss das Hindernis irgendwann sollte rollend man den Ball aber überwinden. Berühren. Also nicht drüber schießen irgendwie, sondern rollen. Ja, so ist es richtig. So, und jetzt darf er ihn dann gleich vorne an die Linie platzieren. Dazu sind diese Umrandungen da. Wenn der nicht sowieso näher ranrollt. Ja, was ist das denn jetzt? Ausrollen lassen. Ach, der darf jetzt? Der ist der jetzt darf noch? Jetzt und jetzt kann er parallel abgelegt werden auf diese Ablegelinie. Ist das der Wahnsinn? Ich darf die jetzt hier hinlegen, ja? Auf die schwarze Linie und jetzt einlochen, genau. Und darf aber trotzdem nicht auf die Bahn, ne? Korrekt. Auch beim Rausnehmen bitte nicht. 2 kommt. Also er hatte das Hindernis korrekt überwunden, das passt und jetzt müsste er eigentlich mit dem zweiten einlochen. Stefan, 2 Schlag. Eine 2 für Stefan auf Bahn 1 und Alexandra. So, auch für sie gilt jetzt einfach ruhig bleiben. Da ist Rab zu knacken beim Minigolf, da bin ich mir ganz sicher. Nicht zu viel Schwung, dass das Ding nicht hoppelt. Ja, passt. Ist eigentlich wurscht. Man kann es natürlich auch mit der ganz geraden Linie versuchen und dann mit der 1 reinzukommen. Das ist aber schwierig, weil der Ball da meist mit viel Tempo in die Zielbahn kommt. So, jetzt kommt es einfach und das wird wahrscheinlich hier entscheidend sein. Zumindest auf den ersten 3 Bahnen aufs Putten ankommen. Also ob sie jetzt aus dieser Distanz das schafft, wie Raab gerade. Oh, ein bisschen schräge Haltung. Ja. Auch eine 2. Unentschieden nach Bahn 1. Und jetzt beginnt Alexandra. Also sie hat
die Möglichkeit, hier heute Abend eine 500.000 Euro zu gewinnen. Das sollte man nie aus dem Hinterköpfchen verlieren, wenn man zu Hause sitzt und sagt, ist doch alles einfach. Es ist jetzt egal, wenn er hier liegen bleibt, kann ich auch hier weitermachen. Richtig. Denn sobald er über die rote Linie drüber ist, entscheidend. Muss weitergespielt werden. Sobald er über die rote ist, ist es hier egal. Ja. Und wenn er hier liegen bleibt, das hat nichts zu sagen. Diese, nein. Dinger hier, okay. Man darf ihn dann wieder auf die schwarze Linie vom Rand weglegen. Hör mal. Okay. Sie sehen da hinten die rote Bande, die es entsprechend anzuspielen gilt, um eben ums Eck zu kommen. Im richtigen Winkel anspielen, das ist jetzt entscheidend. Und nicht aus der Ruhe bringen lassen von jemandem wie Stefan Raab. Das ist gut, das ist gut, das ist sehr gut. Super, super Schlag. Jetzt hat natürlich Raab den Vorteil, dass er schauen konnte, wenn er hier gleich nachzieht, wie das in etwa funktioniert. Aber zunächst Alexandra beim Putten. Bleibt sie ruhig, behält sie das ruhige Händchen. Uiuiui. Eine Zweier okay. Hier. Wie gesagt, das sind Zweierbahnen. So, was macht er jetzt? Er steht nicht im Verdacht, der pure Gefühlsmensch zu sein. Aber wir schauen mal, wie spielt er das an? Ja, wie auf Kalteisen. So, aber auch für ihn Stefan, die Chance. Über die Bahn springen. Ah, da gibt es die Ermahnung vom Schiedsrichter. Was war das? Nicht über die Bahn springen. So, Putt von Raab. Eine eigenartige Fußstellung. Ja. Stefan, zwei Schlag. Reingezittert, aber drin. Auch hier eine 2, 4 zu 4 und Stefan legt wieder vor. So, ich muss mal eben testen. Augenblick bitte. Ja, da gibt's die Wippe testen. Genau, die Wippe, das ist ganz wichtig. Sie wippt. So, und das heißt, da wird der Ball auf die Wippe gespielt. Nein. Die kippt dann runter und dann rollt der Ball weiter. Also, da wird es darauf ankommen, das richtige Tempo dahinter zu bringen. Ja, was heißt das? Auf, Wippe kippt, runter. Haben Sie das Fragezeichen im Gesicht von Stefan Raab gesehen? So, jetzt gilt das Hindernis zu überwinden. Der ist vielleicht ein bisschen langsam. Der ist so langsam. Und das ist schon jetzt mal eine Chance später für Alexander, die hier natürlich auch jetzt schauen kann. Was macht er? Wie funktioniert das? Muss ein bisschen mehr Tempo rein. Zwei. Oh, ja. Und der ist gut. Aber er hat diesen einen, und da war jetzt eben das Anfangen sicherlich ein Nachteil. Kommt. Er hat diesen einen vielleicht verschenkt. Nun schauen wir mal. Dritter Schlag, Raab. An dem muss er schon machen. Ja. Stefan, drei Schlag, Gesamt 7. Also beim Einlochen da in der Zielzone beide bisher sehr sicher. Das ist jetzt für mich schon so ein kleiner Matchball beim Minigolf für Alexandra, wenn sie den jetzt im ersten übers Hindernis bringt. Der war zu fest. Das ist eben genau das. Er war zu fest. Schlägt oben gegen die Bande, bekommt viel Rückdrall. Zwei kommt. Und bevor die Wippe gekippt ist, ist er schon wieder unten. Eieiei. Jetzt nur nicht zu locker. Der ist gut. Oh ja, war richtig. Normalerweise Hindernis korrekt überwunden. Oder, Herr Schiedsrichter? Also jetzt bin ich gespannt, da muss der Schiedsrichter ran. Überwunden. Okay, überwunden, können wir jetzt weiterspielen. So, aber es ist ein langer, Putt, der dritte jetzt. Und die drei steht. So schnell geht's, ne? Jetzt steht sie schon wieder mächtig unter Druck. Der dritte Schlag. Oh, der kann noch. Tut er aber nicht. Ja, die Minigolf-Profis, die spielen ja mit ganz anderen Bällen. Das sind ja teilweise Flummis, die da 24 Mal gegen die Bande noch fliegen und dann auf unerklärlichem Weg doch noch den Weg ins Loch finden. Sowas haben wir hier nicht. Ganz normale, herkömmliche
Bälle und sie liegt mit einem Schlag hinten. Sie liegt jetzt mit einem Schlag hinten. Will heißen. Zunächst legt sie ja jetzt vor. Aber wenn Raab gleich eine 1 macht, dann hat er Minigolf gewonnen. Aber jetzt warten wir erstmal ab. Schön wäre ja, ich bin nicht parteiisch, nein, aber schön wäre ja, wenn sie ihn jetzt unter Druck setzen würde mit einer 1. Es ist ihr zu gönnen. Auch hier kommt es aufs Tempo an. Natürlich muss sie mittig spielen. Eins. Das heißt, der muss mit einem reingehen. Der muss da mit einem rein. Ass oder gar nicht? Ja, mit einem rein ist klar, aber wenn es der Sechste ist, hilft das nicht viel. Mittig platzieren und genug Tempo. Oh nee. Uiuiui. Schlag 3 kommt. Es riecht nach Minigolf-Sieg für Raab. Dritter Schlag für Alexandra. Nee. Es gibt keinen Strafschlag, das haben wir erklärt bekommen vorher, aber jetzt hat natürlich Raab da mehrere Minigolf-Matchbälle, wenn er gleich antritt. Vierter Schlag für Alexander. So, sie muss den machen. Hier einen, der nächsten. Der ist zu... Ja. Ich wollte sagen, der ist zu fest. So. Alexandra, 4 Schlag, Gesamtzahl 12. Schafft Raab es mit einem der ersten 4 Schläge, gewinnt er Minigolf. Braucht er 5, ihm entstechen. Aber er hat jetzt das Ding auf dem Schläger. Stefan Raab. Hovercraft gewonnen. Minigolf. Noch? Fragezeichen. Nee. Shit. 1. Ich so, darf drüber springen. Und wenn wir über das Nervenkostüm wirklich, sprechen, dann ist das natürlich so, dass Raab so abgezockt, der oft auch wirkt. Natürlich unter unglaublichem Druck hier heute steht. Er will zeigen, ich bin da, ich bin drauf, ich bin ein Viech. So. Jetzt muss er richtige Tempo haben. Yes! Stefan gewinnt Minigolf. Nervenspiel hier. Glückwunsch. Dankeschön. Danke dir. So, es gibt Punkte. Und zwar 6 Stück für Stefan aufs Konto. Und damit 14 zu 7 für Stefan gegen Alexandra.